weiß immer nicht, ob mit Licht besser ist als ohne, wenn ich Lenten, aber das kriege ich wahrscheinlich mit der Belichtung besser hin als ich. Gut, also wenn ein Pferd brav ist, sprich kooperiert und der Zahnbefund es ermöglicht, das heißt, ich habe nur scharfe Kanten, die ich berunden muss, dann geht es auch ohne Sedierung. Ja? Also ich muss dem Pferd jetzt im Prinzip nur die scharfen Kanten am Rand rundraspeln. Und wenn die da mitspielen, dann geht es auch, wie gesagt, ohne Sedierung. Im Prinzip verschiedene Handraspeln. Man sieht jetzt auch den Abrieb, dieser weiße Staub im Prinzip. Das sind quasi die scharfen Kanten, die ich jetzt dem Pferd auf der Außenseite der Backenzähne abgeraspelt habe. Pferdezähne, so einer hier, werden in der Natur, nutzen die sich ab. Ja? Das heißt, das Pferd kaut Steppengras, raues Steppengras, und dabei wird der Zahn abgerieben. Und die Natur hat es nun über die Jahrmillionen so eingerichtet, dass der Pferdezahn den Abrieb ausgleicht, indem er aus dem Kieferknochen nachgeschoben wird. Ja? Das ist so, ja, etwa einen halben Zentimeter pro Jahr, schiebt es aus dem Knochen raus. Das heißt, bei einem jungen Pferd habe ich da hier so einen, ja, 12, 13 Zentimeter langen Unterkieferbackenzahn. Und im Laufe des Lebens nutzt sich diese Ersatzkrone ab. Und dann habe ich jetzt mal im Prinzip den gleichen Zahn, die gleiche Position von einem älteren Pferd, ja, und von einem noch älteren Pferd. Und dann sieht man im Prinzip, wie die immer kürzer werden, beziehungsweise der Bereich hier unten, dieser Wurzelbereich ist immer der gleiche. Und so hat es den über die Jahre aus dem Kiefer rausgeschoben, bis sie dann halt, ja, wenn sie so 30 Jahre alt sind, nur noch so kurz sind die Zähne. Und die haben dann keinen Halt mehr im Kiefer und werden locker und fallen aus, beziehungsweise werden gezogen, weil es dann natürlich wehtut, wenn das Pferd bei jedem Kauen dann dieser Zahn im Knochen hin und her wackelt und im Zahnfleisch, dann haben die Schmerzen, dann können die nicht mehr gut kauen auf der Seite. Ja, und dann kommt der Pferdezahnbehandler und erlöst das Pferd von diesem Schmerz und zieht den Zahn.